Hallo, ihr Stimmen in meinem Kopf. Hier sind wir wieder bei Prey. Ich hoffe, ich weiß noch, wo wir waren. Das ist mal wieder ein bisschen her. Bin leider einfach nicht kontinuierlich bei der Sache. Ja, genau. Wir waren hier bei den Volontärs in der Nähe und haben uns in deren Schlafräumen umgesehen. Ach ja, das können wir jetzt nicht mehr mitnehmen, weil wir schon wieder überladen sind. Ja, ich erinnere mich. Das bringt hier oben nichts. Bananenschale. Schnell einen Happen im Bett gegessen. Warum auch nicht? Ja, weil man die Bananenschale da nicht da liegen lässt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Man hat Handtücher hier liegen lassen. Hier komme ich nicht rein oder raus, weil ich nicht kräftig genug bin. Schrank kann ich nicht aufstellen. Schade eigentlich. Und was Tolles drin. Kuhstrahlzellen. Oh, Lounge-Musik. Sehr schön aus. Nicht, dass ich sie nicht mögen würde. Manchmal sehr entspannt. Aber das lenkt mich von den Geräuschen ab, die hier unsere Mimics und Phantome machen. Das sollte man vermeiden, sich ablenken zu lassen. Notstrom ist gut. Man sieht ein bisschen was. Aber die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist... Wer oder was hat die Volontärs getötet? Uns ist hier noch nichts begegnet und das irritiert mich. Zwei Mülleimer, das irritiert mich auch. Okay. Hätte ja auch anders sein können. Oh, der Mülleimer ist auf jeden Fall mal tot. Der hat einen Pflaume oder sowas. Ah, Mensch. Diese Aufregung. Gut, dann Nudeln. Dann haben wir noch was zu trinken. Die ganzen Schränke haben wir leer geräumt, soweit es nötig und möglich war. Eigentlich nur Essen und Getränke. Essen und Getränke. Ich brauche eine bessere Batterie in der Taschenlampe. Die dauert ja ewig, bis sie wieder leuchtet. Und sie leuchtet einfach nicht sehr lang. Ich habe zugemacht. Hier werde ich wohl noch mal reinkommen müssen, um andere Utensilien zu schnappen. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Das ist ein Problem. Vielleicht mit der Tür. Ja. Okay. Diese Tür beunruhigt mich ebenfalls, weil da ein Stromzeichen war. Gut, sei es drum. Ich kann ja eigentlich nicht mehr viel machen, das heißt, ich verschwinde erstmal. Anderen Türen kann ich erstmal auch außen vor lassen. Volontär-Testing. Aber die wurden gefeiert wie Stars. Muss man den mal lassen? Gut, ich komme wieder. Und auch allein nur, wenn es darum geht, die Recycling-Sachen zu plündern. Ich komme wieder.
verloren. Und das hat mir repariert. Das haben wir kaputt gemacht. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Wegschieben können wir nicht. Hinter den Blubberbläschen ist auch nichts versteckt. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen die Außerirdischen, die hier rumfliegen. Und dann schauen wir mal nach dem Rechten. Wieso kriegt der das Kaputt-Symbol angezeigt? Fragen zur Simulation. Hallo Alice. Ich schicke Ihnen die Studien, die Alex und Morgan verfasst haben. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Das Erlernen eines... Das kennen wir. Okay, kennen wir. Warum blinkt das als kaputt? Keine Ahnung. Bleibt es kaputt? Es ist gut. Der hier ist kaputt. Der ist kaputt. Na schön. Apropos kaputt. Oh, hier finden wir nichts Neues zumindest. Okay. Gut, auch das haben wir erledigt. Sehr schön. Sehr schön. Dann schnappen wir uns nochmal Petrischalen. Können wir nicht mitnehmen. Er hat nichts, was wir brauchen. Und ist eine Aliensuppe. Aber hier ist niemand. Das ist so richtig die Sicherheitszone. Bis auf die paar, die schon da waren, aber die haben wir ja besiegt und danach kam hier nichts mehr. Schon ein paar Früchte schnappen, der Automat ist kaputt. An, hier ist noch Zeug. Haben wir nicht noch eine Spule mitgeholt? Nein, nicht. So, die Frage ist, was nehme ich eher mit? Dieses Plastikschläuche? Oder das, was ich jetzt habe. Ich glaube, ich bleibe bei dem, was ich habe. Ich kann ja irgendwann nochmal hier vorbeikommen. Das werde ich sowieso allein wegen den Volontärs. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, hole ich so viel mit, wie ich nur irgend tragen kann. Und verprügle noch den einen oder anderen Außerirdischen, der hier sein Dasein fristet, wenn es geht. Papier schnippeln. Wollen nehmen wir mit. Nachrichten haben wir gelesen. Kaputter Botbot. Platinen. Ah, Mensch. Ich komme. So. So, der ist falsch gefallen. Der war leer? Ich fühle mich gerade ganz schön betrogen.
So, hier, das war auch nicht schwer. Knopf drücken. Knopf drücken. Ding. So, 0. Nicht weiter. Hallo? Hä? Oh, dann nicht. Kann ich eigentlich durch die Scheibe? Ja, geht. Die Tür geht dann nicht auf. Na gut. Ich frage mich natürlich auch, welche Antworten die eigentlich von mir erwartet hätten. Welche wären denn richtig gewesen? Haben wir die Koffer mehr da? Das haben wir alles geholt. Hier ist Hold. Na gut, lassen wir. Hier raus. So geht's auch. Nichts von Wert. Das ist natürlich schade. Hier nicht auch nochmal Aliens? Ah, genau, den zerlegt. Gemacht. Zu Hause. Und natürlich nichts, was ich mitnehmen kann. Doch, spulen. Sehr gut, wenigstens etwas. Ja, die Bücher, die wir gelesen haben. Ich würde jetzt natürlich hier alles ausräumen. Irgendwas werden wir noch finden. Sehr schön. Okay. Raus. Hier ist dann auch nur noch die arme Patricia. Dann hätten wir hier auch wieder das geplündert, was irgendwie möglich ist. Oh ja, der Schnaps. Nein, der Sekt. Schnaps sag ich schon. Der Sekt. Hier eine Spulrolle. Kann ich auch nichts mehr verwenden. Oh, noch ein paar Spulrollen. Stimmt, da war doch noch was. Ja, Material. Sehr gut. Das ist sehr gut. Oh. Erinnert ihr euch an das hier? Diesen Raum, den hatten wir recht am Anfang gesehen. Mit einem Tresor, an dem wir nicht rankommen. Und von hier aus wurde eine Aufnahme gemacht. In dem Stuhl saß er. Morgen Yu. Auf diesem Raum saß er. In diesem Raum saß er. Hatte hier seinen Botbot stehen. Und hat vor dem Stuhl gehockt. Und hier ist ein neuer Eintrag, den ich noch nicht gelesen habe. Misslungene Installation. Simmons, die heutigen Testergebnisse waren negativ. Haben Sie die korrekte Neuromods installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben, Alex. Okay, welche Neuromods? Betrifft das uns, unseren Testlauf? Quasi, dass wir nicht vergessen haben. Dann war ja jemand hier. Oder ist noch jemand am Leben?
Es muss jemand am Leben sein. Auf jeden Fall unser Bruder Alex muss am Leben sein. War mir gerade eben gar nicht so bewusst, dass der noch irgendwo hier rumlungert. Was das Leben schwer macht. Es muss auch noch Januar am Leben sein, der January. Und dann haben wir zwei Kontrahenten. Beide behaupten, das Richtige tun zu wollen und das Richtige zu tun. Und beiden traue ich im Moment noch nicht so ganz. Kann man Flieger hier irgendwie runterschalten? Kann man da irgendwie rein? Nein, kann man nicht. Schade. Okay. Das war das. Das heißt, im Endeffekt müssen wir irgendwann nochmal hierher kommen und Materialien sammeln, falls es denn nötig wird. Plastik ist hier, aber nichts Lebenswichtiges. Schade, ich habe eigentlich gehofft, wenn wir hier nochmal zurückkommen, kriegen wir noch mehr interessante Sachen. Die Aliens haben wir jetzt auch aufgesammelt, das war gut. Hier müssten wir vielleicht irgendwann mal rein. Zu den Volunteers müssten wir nochmal. Nicht unbedingt wegen dem ganzen Essen, sondern eher wegen den Sachen, die wir noch nicht holen konnten. Na gut, prima. Sektor vorerst beendet. Aber gut, Alex hat irgendwas dagegen, dass dieser Lauf schiefgegangen ist. Kann ich mir vorstellen. Was ist da aber schiefgelaufen? Was lief anders? Sind wir so langsam immun gegen die Neuromods? Oder den Austausch von Neuromods? Bleibt unser Hirn jetzt quasi resistent gegen die Vergessen? Das könnte ich mir im Moment leider nicht erklären, warum wir tatsächlich nicht vergessen haben. Und wir müssen natürlich auch davon ausgehen, dass Alex weitaus mehr weiß, als er uns mitteilen will. Genauso wie der Januar. Und das ist ein Problem. Wenn sie mehr wissen, als sie uns mitteilen, ist es immer ein schlechter Ausgangspunkt. Da fehlt mir immer das Vertrauen in diese Leute. Ich könnte hier runterhüpfen. Die Frage ist, bringt mir das was? Und wo käme ich hin? Oh, Entschuldigung. Auf die Ebene. Die Ebene bringt mich nicht weiter. Na gut, okay, macht keinen Sinn. Dann werde ich es erstmal nicht probieren. Da habe ich noch keinen Schlüssel. Auch der Aufzug ging nicht. Ja. Scanne Ziel, kein Teilchenmaterial entdeckt. Okay, gut. Plan steht. Wir werden jetzt erstmal das Material, was wir hier haben, wegtragen. Ich schaue noch mal kurz bei der Sicherheit vorbei. Haben wir mittlerweile ein paar Karten gefunden? Nein. Und den natürlich nicht. Hat mich auch gewundert. Oh, noch eine Runde. Links-Kombination und wir sind fast da. Yay, noch einmal recyceln. Wenn wir recycelt haben, gehen wir zu dem Dr. Corvinus. Also heißt er nicht, ich weiß nur gerade den Namen nicht mehr. So. Besser. Wir müssen uns mal überlegen, ob wir auch Waffen aufwerten wollen. Ein Waffenaufwertungsdingen haben wir ja.
Dann, ich glaube, das werde ich mir noch ein bisschen sparen. Auf jeden Fall müssen wir unseren Anzug aufwerten, weil wir sehen, mit den Waffen, die wir haben, plus die Ausrüstung, die wir so an sich mittragen und die Munition und so weiter, kommen wir nicht wirklich weit. Sind wir direkt überladen. Nicht raus. Was mich stört, ist, dass da diese Lücke überhaupt ist. Das heißt, irgendwas kommt auf jeden Fall bei uns rein, wenn wir da sind. Das ist nicht sicher. Okay, erstmal alles ruhig. Sehr schön. Da hinten war dann auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Puh. Maschinenlabor. Willkommen im Maschinenlabor. Hier bin ich auch mal gespannt, wie viel von diesen Mimics hier aufzufinden sind. Ich glaube, ich werde sie Vielzahl schocken. Das hat, glaube ich, ganz viel Effekt gehabt bis jetzt. Und ich hoffe, dass kaum Phantome unterwegs sind, weil jetzt befürchte ich, dass so langsam Phantome wieder auftauchen. So quasi die nächste Stufe der Gegner. Und solange ich hier nicht in Sicherheit bin, werde ich erstmal rumkriechen. Vielleicht würde ich auch laufen und rennen. Nein, riechen. Riechen ist gut. Kampf. Schleichangriff. Drücke C im Schleichen, wenn du eine direkte Konfrontation meiden möchtest. Ich habe sie gefunden. Das hier ist besser. Reparaturdefinition. Neu vorgegeben. Hehe. Traue der Maschine nicht, weil die so schön vor sich hin britzelt. Die flackert vor sich hin, als wäre sie schon korrumpiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ha! Mensch, gewusst, wie ist das ja einfach? Eine Rohrzange, ich nehme sie mal mit. Der Recycler wird sich freuen. Post. Kommst du mit? Hey, ich habe Larsen in den Vorführraum geschickt, damit er uns eine Flasche Old Sardan organisiert. Lust mitzukommen? Verzögerung der Vorführung. Hope. Die Vorführung des Atrax-Antriebssystems muss verschoben werden. Wir arbeiten hier in der Werkstatt noch an einem kleinen Kalibrierungsproblem. Besteht aber kein Grund zur Sorge, Franklin. Okay. Keine Information, mit denen ich wirklich was anfangen kann. Rektor Thornstein komme ich nicht ran. Blumen pflücken. Noch mehr Blumen pflücken. Zitronenschalen pflücken. Weil Zitronenschalen rumliegen haben, das irritiert mich. Soll wohl den Vitamin C-Mangel ausgleichen, ich habe keine Ahnung. Oh, Schläuche und Metallspulen. Sakrament.
Wollt ihr mich umbringen? Einem alten, schreckhaften Mann wie mir könnt ihr das doch nicht machen. Das geht nicht. Echt nicht lustig. Echt nicht fair. Oh, ein Asteroid. Hm? Kann man bestimmt gut recyceln. Ist alles ruhig. Hallo, Maschine. Schnell mal auftanken. Da ist aber was Schwarzes weggezichelt. Irgendwo ist da ein Mimik. Ah, großartig. Neuromod, sehr schön. Neuromod, ja. Das hast du schon wieder. Ich wollte das hier. Habe ich denn nur einen? Habe ich den anderen verbraten? Ah, Gewichte, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Genau, weil ich Gewichte schieben wollte. Ja, toll. Damit wird die Suche noch länger. Sehr gut, Material. Au! So, nimm das, du Grunhold. Besser. Dammit, hat sich hier hinten dran versteckt und ich habe ihn nicht gesehen. Glaube ich. Oder so. Lampe. Ah, gut, wir haben wieder keinen Platz. Ging aber schnell. So, das heißt, wir haben da noch die Flaschen stehen. Oh oh. Lauf, lauf, lauf. Hallo, Clive. Da unten steht er. Er wird doch hoffentlich nicht zu mir. Schluck. Personaleingang. Das Alkohol, den ich nicht mitholen kann. Mehr Alkohol, den ich nicht mitholen kann. Da ist was drunter. Ah, Naschwerk. Boah, hier komme ich auch mal wieder hin, sobald ich einen Recycler gefunden habe. So. Da ist was hinten dran, das ist schon mal gut. Mensch, tu mir das nicht an. Das hier ist nicht so gut. Munition, sehr schön. Waffen-Upgrade, nochmal sehr schön. Hier nehme ich nur die Munition mit. Sonst hier kein Platz. Schalldämpfer. Okay, wir haben hier Bereichskarte herunterladen. Sehr gut. Vorführbühne, Atrium. Das heißt, da geht's weiter. Da ist eine Treppe, aber da war zu. Da ist eine Tür offen. Okay. Sicherheitsschrank entriegeln.
Oh ja, stimmt. Und hier gibt es wieder diese Personenanzeige. 3 scheine ich schon gefunden zu haben. 10 Uhr 22? Nein, nicht ganz. Jedenfalls nicht bei mir. Raus, raus. Aber dies hat doch schon der die Sicherheitsschränke. Was habe ich denn aufgemacht? Ah, das habe ich aufgemacht. Irgendwas war gerade kräftig genug, dieses Ding hier zu bewegen. Nein, doch nicht. Okay. Ich glaube, ich werde hier mal ein Geschütz aufstellen. Irgendwas trampelt hier ziemlich laut rum. Und alles, was so laut trampelt, ist schwer und macht Aua. Glaube ich. So, da war ich nicht drin. Wieso habe ich das Ganze übersprungen? Ah, weil ich diese Dings gejagt habe. The Bot-Bots. Glaube ich. Nein, habe ich. Ha. So. Zu schnell, zu weit. 2. Zweiter Auszug aus die Kommerzialisierung des Raumfahrtprogramms von Dr. J.V. Edwards. Und Johnsons Amtszeit endete, was den Weg für Präsident Reagan ebnete. Trotzdem war das Tempo des Weltlaufs ins All gemächlicher und erwartungsvolle Vorstöße vorheriger Jahrzehnte schwächten sich aufgrund des Fehlens von Fortschritten, die der Weltraum zu versprechen schien, ab. Die Sowjetunion hatte bereits einen wirtschaftlichen Zusammenbruch aufgrund ähnlicher Schwerpunkte in Sachen Weltraum erlitten. Die weitere Finanzierung des Raumprogramms wurde in Washington und dem Pentagon unpopulär. Dadurch erhielt eine Reihe von Politikern Auftrieb, von denen viele auch erfolgreich ein Eingreifen der USA in Vietnam verhindert hatten, die sich eher darauf konzentrierten, Probleme zu Hause zu lösen. Ja, also ganz viele Entscheidungen sind hier wohl anders getroffen worden in diesem Universum. Der Weltraumaufzug, über den kennen wir. Terraforming des Mars. Auszug aus einem Artikel über die Besiedlung des Mars von Dan Ousley. Allerdings schienen die Kosten dieser Marsanlage und ihre Wartung in astronomische Höhe. Dazu ist das spartanische Äußere weit von dem Bild der idyllischen Kolonien entfernt, die auf Plakaten um die Jahrhundertwende Weltraumtouristen anlocken sollten. All dies konnte sich nun jedoch bald ändern. In einem seiner seltenen Interviews spricht Transstar-Präsident Alex Yu über eine Vision von einem Mars, auf dem Familien im Gras picknicken können, bevor sie des Nachts am Himmel nach dem winzigen Lichtpunkt der Erde suchen. Die Umsetzung dieser Vision forderte Terraforming des Mars, das schwierigste technische Problem, vor dem die Menschheit jemals gestellt wurde. Yu zeigte mir ein graues Moos, einen speziellen für diesen Zweck entwickelte extremophilen Organismus. Die unspektakulär wirkende Pflanze namens Takakia Katharine ist in Wirklichkeit jedoch eine äußerst effiziente organische Maschine, mit der Marsatmosphäre im Laufe mehrerer Jahrhunderte dahingehend umgewandelt werden kann, dass sie unsere eigenen stark ähnelt. Sehr schön.
Terraforming mit Moos. Warum nicht? Es geht. Man muss es nur richtig anstellen. Okay. Hier ist der Vorführraum. Da habe ich die Dinger kaputt gemacht. Da hinten steht der Schnaps. Der blinkt fröhlich vor sich hin. Dann noch ein paar Spulen mitnehmen. Ha. Hallo. Quantum. Ah, geht dann doch irgendwann. Sehr schön. Dankeschön. Ich danke dir, dass du verschwindest. Das können wir mitnehmen. Das nicht. EMP bleibt hier stehen. Hier kommt ein Großteil der Stationstech. Laborausrüstung, Spezialteile, Prototypen. Wir müssten ihr Looking Glass Terminal in Dr. Calvinos Werkstatt reparieren können. Aha. So, der ist für dich. So. Ach du meine Güte, sind die C. Das ging an die Substanz. Ja, schnell noch mal nachladen. Oh. Also da runterhüpfen ist nicht gesund, habe ich gerade gesehen. Dann lasse ich das besser auch mal. Ah. Och, Mensch. Die ganze Anlage geht zu Bruch und ich erschrecke mich jedes Mal. Nochmal schnell zwei Tropfen aus dem Wasserhahn. Oha. Oha. Die Frage ist, mache ich das jetzt richtig oder nicht? Ausgehen sollst du. Da hinten nicht. Hier anscheinend auch nicht. Nö, der will nicht. Ich mache es insofern richtig, dass ich dann über die Sachen drüber steigen kann. Ich schnapp dir mal den Gesundheitspack. Ach, kein Schaden erlitten, das heißt, es hat. Oh. Ich hab's doch gesagt. Kein Schaden erlitten, hat sich's ja gelohnt. Ja, genau. Er sprint auch noch ein Stück. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich echt nicht gesehen. So, großes Ziel. Heil dein Trauma. Habe ich nicht irgendwie sowas gefunden? Irgendwann mal? Auch Anzugreparatur, das ist gar nicht verkehrt. Nö. Doch. Nein, das ist für Knochen. Das ist für Knochen. Vielleicht habe ich schon wieder recycelt. Was habe ich denn noch für einen Auftrag gehabt? Schlüssel der Leiche. Nimm den Quartierschlüssel von Bellamys Leiche an. Ja, alles klar. Oh, guck mal, da gibt's einen geheimen Eingang. Wichtig. Melden Sie sich immer, wenn Sie den Wartungskriechstollen durch den Zugangstunnel betreten. Undichte Rohre repariert.
Unerklärliches Lichtflackern konnte Ursprung nicht finden. Stromnetz in Ordnung. Elektrisches Gerät bei Werkstatttür instabil. Provisorisch mit Klebstoff repariert. Hinweis. Im Notfall Wartungskriegsstollen über den kleinen Zugangstunnel betreten, um Strom lokal abzuschalten. Mich anschließend sofort benachrichtigen. Das heißt, wir können den Strom ausschalten. Ja. Ein Kriechtunnel, in dem ich aufrecht laufen kann. Irgendwas ist da auch wieder anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das geht nicht aus. Ach, dann bleibt's an. Aber die Aktion hat mich zumindest so weit weitergebracht, dass ich hier nichts mehr abkriege. Schon mal ein Anfang. So, kurz überlegen. Wir haben hier Teleporter, glaube ich, die nicht funktionieren, weil ich gerade Strom abgeschaltet habe. Hier ist nichts. Oh, Lesewerk. Elektronik gleich gemacht. Kennen wir, das haben wir schon in unserer Wohnung gelesen. Das ist nichts Neues. Gut. Dann haben wir hier... nichts, was wir brauchen können. Calvino hat wahrscheinlich eine Schlüsselkarte. Sie können ihn, oder was von ihm übrig ist, über die Liste der Sicherheit finden. Oh, clever. Ja, das schauen wir uns dann gleich mal an. Antine kann ich schon wieder nicht mitnehmen. Mensch. Oha. Oha. Man kann hier reinkriechen. Oha. So kommt man also an dieser komischen Stromtür vorbei. Und natürlich direkt zum Feind. Ganz klassisch. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwo einen Recycler vermute, dann hier. Oder was meint ihr? Also wenn, dann hier. In der Werkstatt. Ich glaube, es gibt keinen sinnvolleren Ort. Beantrage neuen Operator. Okay. Kriegen Unterstützung. Transfer, Kobolds, 410. Inspektion läuft. Ja, du benötigst die Ziege, das für Sie. Fertig. Keine Ausführung. Ich weiß nicht. Hat wirklich Schaden abgekriegt. Okay, alles gut. Wurde nur ein bisschen... Halt, wo du gerade da bist. Ja, das weiß ich. Dein Spielkamerad hat mich gerade etwas zugerichtet. So, hier war nichts. Hier ist auch nichts zu sehen. Gut. Schritt für Schritt vorgehen. Es gibt hier Mimics. Die sollte ich auf jeden Fall meiden. Da ist noch einer von diesen korrumpierten Botbots. Eigendiagnose protokolliert. Liste. Tag. Kohlenstoff. Kathode. Korrosion.
verfehlt, aber ganz peinlich verfehlt. Geh weg. Weg. Mensch, schon wieder verfehlt. Nee, nicht lang genug aufgeladen. Sakrament. Wow, radioaktiv? Da will ich nicht rein. Und wir heilen selbstständig. Das ist ja interessant. Hä? Nicht vergessen, hier läuft irgendwo ein Mimik rum. Was ist das hier? Das ist Türfehlfunktion. Reparatur erforderlich. Steuerpanel. Ich kann es nicht reparieren. Bin nicht gut genug darin. Ich glaube, so kann man den Feind auch zerstückeln. vielleicht nur mal kurz das Leck schließen. Jetzt nur hoffen, dass das alle fliegenden Botbots und Mimics waren. Zu dem einen, der ist ja mein Freund. Den habe ich ja selber gerufen. Das sind immer beste Kumpels. Ja, Reparaturkit. Sehr schön. Neuromods. Ich muss da reinkommen. Irgendwie muss ich da rein. Aufmachen. Hilfe? Ah, okay. Nur die üblichen technischen Störungen. Alles gut. Echt jetzt? Wo ist er? Er schwebt immer noch im radioaktiven Gebiet rum. Komme ich da nicht hin? Okay, hier ist nichts. Alles klar, Dankeschön. Kaputtes Festplattenlaufwerk kann ich nicht mitnehmen. Wachtransporter. Warum habe ich... Warum habe ich das gemacht? Okay. Jetzt werden es mir zu viele. Bin gerade blind. Wo ist mein Medikit? Medizin? Habe ich meine Medizin eingeäschert? Nee, sollte nicht sein. Da ist es. Mehr geht nicht. Weil ich noch die Verbrennungen habe. Ganz hervorragend. Darunter kriechen? Ja, man kann. Und es gibt sogar Schätze hier unten. Was mich aber enttäuscht hat, hier ist kein Recycler aufgebaut. Also wirklich überhaupt nichts an Recyclern. Das hätte ich hier in der Werkstatt eigentlich erwartet.
Na, wartet. Wenn ich das jetzt nicht mehr aufheben, ich habe doch vorhin... Egal. Ich geht. Arbeitsaufzeichnung eines Technikers. Auszug aus den Arbeitsaufzeichnungen des Technikers Clive Lawrence. Oh, den haben wir ja, glaube ich, schon gesehen. Vorbereitende Tests mit einer hohen Fehlerkonstante haben sich als vielversprechend erwiesen. Es ist jedoch schwierig, sie mit dem Fabrikator so hinzukriegen, dass sie steif genug, jedoch nicht brüchig werden. Eine weitere Option wäre es, Fracht mit der Erde zu ergattern. Thorsteins Assistent hat aber Adleraugen. Dritter Eintrag, Eintrag 4, Nachtrag. Liebes Tagebuch von Clive. Er versucht nur, Mary mit einer Verbesserung ihres Spielzeugwaffendesigns zu beeindrucken. Selbst wenn er intelligent genug wäre, um ihre Arbeit zu optimieren, würde sie ihn links liegen lassen. Eintrag 4, Nachtrag zum Nachtrag. Bin gerade dabei herauszufinden, wie ich die Reichweite erhöhen kann. Und halte dich damit, verdammt nochmal von meiner Aufzeichnung fern, Franklin. Der Franklin, gleich mal Scherze gemacht über den armen Clive, der jetzt ein Monster ist. Die Jägerin ist bereit. Also Leute, ich glaube, das Ding ist bereit. Ich nenne es Jägerin Bolzenwerfer. Clive, mir gefällt deine Idee der kapazitiven Spitzen an den Bolzen sehr gut. Schickst du mir die technischen Daten, dann arbeite ich sie in der Fabrik in den Fabrikatorplan der Munition ein. Mit dieser Spitze kann man jeden getroffenen. Raus. Aber was? Entschuldigung, aber das geht gerade vor. Die beiden hatten es gerade auf uns abgesehen. Ich hätte den einen anlaufen sehen. So, das geht nicht, dass der Mimik da hinten lauern darf. So. Sollte für einen Moment Ruhe geben. Nochmal an die E-Mails. Wo waren wir? Munition ein. Mit diesen Spitzen kann man jeden getroffenen Screenshot, Touchscreen aktivieren. Ich habe ziemlich viel Müll für die Fabrikatoren gesammelt, damit wir einige davon nach der Arbeit herstellen und ausprobieren können. Fehlende Operatorteile. Hast du dich um die Operatorverteiler-Lok und die fehlenden Teile gekümmert? Jeder Operator auf der Station muss unbedingt erfasst werden. Ich wende mich auch gleich an Alex, Daniel. Mach das. Liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in Morgans. Live. So. Das ist... Fehlfunktion des Fabrikators. Dr. Thorstein, ich habe die Neuromods-Stempel und Gitter im Fabrikator überprüft und es war alles in Ordnung. Die Komponenten scheinen nicht defekt zu sein. Ich muss daher wohl die ganze Maschine zerlegen. Vielleicht sind ja Igwes Daten schuld daran, dass es ständig zu Ausfällen kommt. Schwer zu glauben, Igwe arbeitet immer sehr sorgfältig, aber wir machen alle mal Fehler. Ich arbeite weiter daran. Möglicherweise lag es auch an der Charge, war im letzten Zyklus nicht auch ein paar defekte Elemente dabei? Darauf antwortete Clive. Dr. Thorsten antwortete darauf, danke für die Rückmeldung, ich übernehme von hier an. Das ist ja okay. Reicht uns auch.
So, wir können mit Sicherheit hier mal drunter kriechen. Vielleicht finden wir noch ein paar schöne Schätze. Nö, tun wir nicht. Warum auch? Schätze werden überbewertet. Ja, du bist wohl ein bisschen kaputt. Dir kann ich nicht helfen. Weg, weg. Schnell mal noch anknüpfen und jetzt zurückziehen. Du blödes Ding, wo kam der denn her? Ich hoffe, das war nicht unser Bot, der uns jetzt angegriffen hatte, den wir aus dem Automaten gerufen haben. Wenn doch, wer hat ihn korrumpiert? Ah. Wieder Anzugsreparationsdinger verbrauchen. Da. Damit ich wieder was mitnehmen kann. Ich habe es ungern hier rumliegen lassen. Der hatte ein Neuromod. Ah, schon wieder die falsche Taste. Ah, da wollte ich hin. So, Techniker. Anzug. Bestätigen. Jetzt können wir wieder aus dem Vollen schöpfen. Wer hat noch irgendwas? Wer will noch mal abgeben? Platz haben wir überhaupt? Ja. Nicht viel. Aber für den Anfang soll es reichen. Ja, das Ding ist kaputt. Das haben wir gesehen. Freunde, das wird anstrengend. Aber wenn irgendjemand von da oben herkam und hier ballern sie immer noch, kann ich doch da oben auch rauf, oder? Ach, nein. Doch. Ja. Großartig. Das war jetzt nicht viel. Aber. Oh, entschuldige. Peter, wollte ich nicht. Hoffentlich hat es nicht so... Ach, vergiss es. Jede Luftschleuse besitzt eine manuelle Verriegelung, die Sie vor einem Weltraumspaziergang deaktivieren müssen. Das ist zwar als Sicherheitsmaßnahme gedacht, aber irrelevant, wenn der Feind schon in der Station ist. Wenn Sie hinausgehen, bleiben Sie in der Nähe. Die Typhon sind vielleicht auch schon im Außenbereich. Nicht vergessen. Andere Luftschleusen müssen auch zuerst von innen geöffnet werden. Noch etwas. Sie haben noch kein Antriebssystem. Das brauchen Sie aber zum Manövrieren. Okay. Das heißt, wir brauchen ein Zero-G-Antriebssystem. Gut. Aber wichtig, wir haben jetzt schon mal die Tür aufgemacht, dass wir raus könnten. Das ist gut. Glaube ich. Bin hier so unsicher. Merkt ihr es? Ja, ich merke es. Ja, ich will da noch nicht hin. Oh, hier gab es mal eine Treppe nach oben. Die eigentliche Frage ist, kann man immer noch nach oben? Ja, man muss nur kraxeln. Nochmal die Gumminupsis. Leitfaden zur Transstar-Uniformen. Abschnitt 11.2.53 Transstar-Uniformen. Ihre Transstar-Uniform wurde entworfen, um Ihnen Sicherheit, einen bequemen Sitz und einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Uniform muss an Bord der Station stets getragen werden. Es wurden zwar alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen auf der Talos ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, allerdings besteht immer die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Gefahrensituation. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen erkennen Sie am Stil und der Farbe der Uniformen. Braun-Schwarz, Leitung und Verwaltung, Grün und Weiß,
Wissenschaft und Technologie, Orange Technik und Wartung, Blau und Schwarz Sicherheit. Okay. Wirksamkeit der Bolzen. Hey Clive, tut mir leid wegen den ganzen Bolzen in der Werkstatt. Das ist wirklich der einzige Ort, an dem ich die neue Waffe ausprobieren kann. Ich glaube, die wird ganz nett. Brauchst du noch Hilfe? Mary ist schon dabei. Franklin. Keine Sorge, ist die Katze aus dem Haus. Punkt. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich arbeite was aus und schicke es dir und Mary. Psychotronic Satellit. Hallo Franklin. Der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Dr. Kelstrup hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Psychotronic Transistors zu entfernen und im neuen Satelliten zu installieren. Frag mich nicht, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledige sie es nur so schnell wie möglich, Dr. Thorstein. Ja, dankeschön. Diesmal hast du mich nicht erschreckt, Rappelhaufen. Oh, wir haben einen Plan. Und wir haben einen Recycler. Ja. Und wir haben hier Daten. Egeren Bolzen, Fabrikation Bolzen V1.3. Auslöser leiser gemacht, klappert nicht immer noch so stark. Gewicht bei gleichbleibender Stabilität verringert, kein zersplitterndes Laufs mehr. Name endgültig auf Jägerin Bolzenwerfer festgelegt, Clives Leitbringer und Franklins Bolzenpeiniger Vorschläge abgelehnt. Okay, nehmen wir. Bolzenwerfmunition, Fabrikat 3.2, Anpassung, erhöhte Präzision des Bolzens, Struktur des Schaums verändert, sodass sie nicht mehr in der Hand zerbröseln. Versuche den Aufprall etwas leiser zu machen, immer noch erfolglos. Clives Änderung an der Flexform-Formel übernommen. Immerhin. Achtung, Strahlung. Mary, wie du bereits vielleicht schon bemerkt hast, gibt es Probleme mit dem Tanks in der Nähe des Lagerschrankes, das zum Austreten von Strahlung führt. Halte dich bitte davon fern und sag es weiter, bis ich die benötigten Dinge erhalten habe, um es in Ordnung zu bringen. Randy. Hey Mary, hier ist Gary Snow. Ich arbeite im Besatzungsdienstbereich und habe die Gerüchte über eine neue Pfeilpistole gehört, die sie sich ausgedacht haben. Es ging auch um ein Assassin-Spiel im Arboretum und in den Besatzungsquartieren. Ich wäre gerne dabei. Danke, Gary. Okay, schön. Die vom Sicherheitsdienst melden sich auch zum Schabernack machen an. Sehr schön. So, ein Recycler und wir haben Material. Mensch, da liegt Material und ich sehe es nicht. Sollte eigentlich reichen, um irgendwas herzustellen. Das Bier kann weg. Eieiei, echt viel Material. So, ich gebe fast ein ganzes, also immer Metall oder so. Biomasse, Metall. Das hier ist Biomasse, Metall und Plastik. Das hier ist Biomasse. Hui. Kaputtes Festplattenlaufwerk, das ist Metall und Plastik. Also ich brauche irgendwas, was mich gegen dieses Feuerzeug immunisiert. Oder zumindest davon heilt. Naja, suchen wir mal. So, jetzt ist es wieder schön aufgeräumt. Und ja, tatsächlich, ich behalte mal die Bolzen, weil die scheinen ja dann doch irgendwie einen größeren Nutzen zu haben. So.
Okay. Was sollten wir bauen? Disruptor-Pistole habe ich bereits. Antrax-Antriebssystem. Ja, dann mal los. So, dann können wir noch die Bolzen bauen. Die gehen aus ein bisschen Plastik. Und das Jägergewehr, die Bolzenwerfer dann tatsächlich auch nochmal nur aus Plastik. Okay, lassen wir weg. Ja, das wird der Sprung des Todes. Da schauen wir mal rüber. Da hinten blinkt wieder was. Ob wir es schaffen oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin. Gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.